Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinden, der heutige Fastensonntag, der vierte Fastensonntag, erinnert uns in turbulenten Zeiten daran, dass gerade auf der Hälfte der Fastenzeit unsere Kirche Letare begeht. Im Eröffnungsvers heißt es: Freudig, seid fröhlich alle, die ihr traurig wart. Freude kommt wohl nicht auf bei abgesagten Sonntagsmessen und anderen kirchlichen Veranstaltungen, eher Kummer und Bedauern. Manche Zeitgenossen haben gerade große Schwierigkeiten, mit den staatlich verordneten Einschränkungen umzugehen. In Italien, wo die Not riesig ist, wird noch mit Schutzmasken geschachert. In Frankreich platzen die Züge mit denen, die die Hauptstadt Paris in Richtung Küste oder Land zu den Zweitwohnsitzen verlassen. In Deutschland lächeln viele über die Witze, die über die Toilettenpapierraffer gemacht werden. Irgendwie steht alles auf dem Kopf. So etwas hat es noch nie gegeben. Die Älteren erinnern sich noch sicherlich gut an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Da stand wirklich alles auf dem Kopf. Und da konnte man wirklich von der Stunde Null sprechen. Vielleicht ist es jetzt doch ähnlich. Der Virus, der die Wirtschaft auskickt, der die liebgewonnenen Reisen unmöglich macht und uns, jede und jeden, auf sich selbst zurückwirft. Der richtige Not auslöst und unser Gesundheitswesen massiv unter Druck setzt. Keine guten Nachrichten, aber auch Chancen, die sich eröffnen, Neues zu entdecken, Gemeinschaft trotz Virus zu erleben, Glaube, der trägt und Solidarität unter den Menschen. In dieser Woche haben sich eine ganze Reihe lieber Menschen aus unserer Gemeinde, aus unseren Gemeinden, Gedanken gemacht, wie wir trotz allem die Freude und Hoffnung in unser geistliches Leben bringen können. Schauen Sie doch einmal einfach auf unsere Homepage unserer Vereingemeinschaft unter Herzensanker, digitale Kirche. Vielleicht doch ein Grund zum Freuen. Letare. Und in diesem Sinne, allen einen gesegneten Sonntag. Ihnen und Ihren Familien bleibt gesund und seid behütet. Und wie die Kanzlerin so treffend gesagt hat, bleibt herzlich und vernünftig. Alles Gute, bis bald.